Hallo, hier ist Silke. Willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es mal wieder ein Dankeschön-Video. Dankeschön, herzlichen Dank für 2000 Abonnenten. Das freut mich wirklich riesig. Da bin ich auch sehr stolz drauf. Es gibt immer mehr Menschen, die meine Videos sehen möchten, die sich von mir inspirieren lassen möchten. Und das freut mich wirklich riesig. Ich danke euch auch wirklich recht herzlich für eure lieben Kommentare bei YouTube, für eure lieben Kommentare und Nachrichten auch bei Facebook auf meiner Facebook-Seite Silkes vegane Rohkost, lebe roh, gesund und froh. Ich liebe das wirklich mit euch zu kommunizieren. Ihr stellt Fragen, ich antworte oder ihr gebt eure Kommentare dazu. Ihr gebt mir aber nicht nur, dass ich euch inspiriere, ihr gebt mir auch wirklich sehr hilfreiche Tipps. Hast du schon davon gehört oder probier doch das mal? Und es freut mich natürlich auch riesig, dass nicht nur ich euch inspirieren kann, sondern dass auch ihr mich inspiriert oder mir Tipps gebt. Ich bin auch immer sehr dankbar für konstruktive Kritik, da freue ich mich wirklich immer sehr. Genau, wollte ich jetzt einfach mal Dankeschön an euch alle da draußen sagen. Ich bin da wirklich auch mit meinem ganzen Herzen dabei, mit den Dingen, die ich tue, die ich mache, die ich schreibe. Das macht mir wirklich auch riesig Spaß. Wie geht's weiter? Also ich werde auf alle Fälle weitere Videos rund um die vegane Rohkost, also auch Rezepte, Infos weiterhin bei YouTube hochladen. Es gibt auch weiterhin Beiträge auf meiner Facebook-Seite. Das macht mir besonders viel Spaß, mir immer irgendwelche Themen zu überlegen, zu denen ich kurz was schreiben kann und Videos hochladen, Fotos hochladen kann. Und jetzt was ganz Neues, es wird auch bald, ich hoffe auch noch im Laufe des Novembers oder auch Ende November, meine eigene Webseite geben. Also dann ist es mal eine andere Plattform, nicht YouTube oder Facebook. Das ist wirklich mein eigenes Ding, mein eigenes Baby, dem ich so ein ganz eigenes Design geben kann. Da freue ich mich riesig darauf und das werde ich auch so als Blog-Webseite fortführen, in dem ich auch Artikel, kleine Beiträge schreibe und natürlich auch mal meine YouTube-Videos einbette. Und ich schreibe auch gerade an einem E-Book, das ihr dafür ganz wenig Geld auf meiner Seite herunterladen könnt. Und ich schreibe ein E-Book über das Ziehen von Sprossen. Also es erreichen mich ja immer wieder Nachrichten von euch, dass ihr auch ein bisschen ängstlich fragt, was muss ich alles beachten, bei mir verschimmeln die immer oder kann ich mich da nicht irgendwie mit Keimen belasten, meinen Körper belasten, kann ich da nicht krank werden, da spüre ich immer, dass auch so ein bisschen Ängste und Verunsicherung da sind, auch was kann ich alles keimen und so weiter und so fort. Und ich habe seit ca. 14 Jahren Erfahrung mit Sprossen und Keimlingen und diese Erfahrung werde ich in dieses E-Book sozusagen mit einfließen lassen. Und also ich habe die letzten 14 Jahre überhaupt keine Probleme damit gehabt, Sprossen und Keimlinge zu ziehen. Ich bin nie krank geworden, mir sind auch noch nie Sprossen verschimmelt oder so. Das kommen ja auch immer mal die Fragen, wieso schimmeln meine Sprossen? Also in meinem E-Book werde ich alles genauestens beleuchten und euch viele wertvolle Tipps geben und auch zeigen, was man wirklich alles keimen kann. Da ist ja, die Vielfalt ist ja enorm. Und gerade im Winter sind die Sprossen ja das frischeste Lebensmittel. Man kann sich das selber ziehen und frisch ernten. Frischer geht es eigentlich im Winter kaum, da die Wildkräuter ja auch zur Neige gehen, man nur noch wirklich wenig im Winter findet. Und auch das regionale Obst und Gemüse oder gerade Gemüse gibt es ja dann doch auch im Winter, zum Beispiel Grünkohl. Aber das ist doch das Obst und Gemüse dann nicht wirklich frisch ist, sondern auch oft aus anderen Ländern hierher transportiert werden muss. Also Sprossen sind wirklich für den Winter eine optimale Vitaminversorgung und frisch, 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 lebendig, 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 kann ich dabei immer nur wieder sagen. Ich werde auch, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon im Laufe des Novembers oder im Dezember mache, auch einige so Tests mit Sprossen machen, mit welchem Wasser gibt es so die besten Keimergebnisse und so weiter und so fort. Da lasst euch mal überraschen. So, das war es jetzt, mein kurzes Dankeschön-Video an euch. Wie gesagt, nochmal lieben, lieben herzlichen Dank und es wird auch weitergehen. Es fließt, die Gedanken fließen. Auch schon viele Ideen, also bleibt einfach dran. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Lasst euch gut gehen. Bis bald.